Ja, Leute, heute gibt es was ganz Besonderes. Und zwar wirklich, denn ich bin nicht alleine. Über mir ist da jemand. Sag mal, hallo, Julian. Guten Tag zusammen. Ach, guten Tag, sagt er. So ein Ding ist das. Und ja, ihr seht, ganz neue Aufmachung. Erstmal, wir sind zu zweit. Denn, Julian, was machen wir? Ihr seht gerade schon etwas. Und zwar steht das ja vor euch: TCG Cardshop Simulator. Und zwar dachten wir uns. Ja, wenn in Yu-Gi-Oh! Schon nichts passiert, dann eröffnen wir einfach unseren eigenen Laden und retten das TCG selber. Und genau das werden wir heute machen. Wir haben von diesem Spiel noch keine Ahnung. Also wir haben das gerade zum ersten Mal gestartet. Ja. Und das noch nie gespielt. Und das Besondere ist, wir können das theoretisch nicht zu zweit spielen. Praktisch aber schon, denn ich bin über TeamViewer mit Maurice verbunden. Das heißt, ich kann theoretisch im Bildschirm alles machen, was ich will, zum Beispiel. Ja, das. Hier, ich mach nichts. Guck, er steuert das gerade. Zum Beispiel das. Und, ja, und das könnte durchaus ziemlich lustig werden. Und wir werden uns das heute mal anschauen. Wir haben von dem Spiel keine Ahnung. Ja, Maurice, habe ich irgendwas vergessen? Nee, das trifft gut. Ich glaube, wir machen ein eigenes TCG. Ich glaube, wir müssen erstmal gefühlt die Spielregeln festlegen. Oder so. Vielleicht gibt es da schon eigene Spielregeln. Ich habe keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich auch nicht. Ich würde sagen, wir drücken einfach auf Spielbeginn. Achso, Sound ist noch nicht angepasst. Wir wissen nicht, wie laut das ist. Kann sein, dass jetzt allen die Ohren wegfliegen. Euch nicht. Im Schnitt korrigieren wir das, aber uns fliegen die Ohren weg. Okay. Natürlicherweise, hau rein da los. Achso, genau, noch eine wichtige Anmerkung. Natürlich, das ist ein Testpilot. Ach, wir wollen gucken, ob das Ganze für euch gut ankommt. Falls es gut ankommt, wie gesagt, ne, in Form von Kommentaren und Bewertungen, ihr wisst es. Aber es wird nicht die erste, also die einzige Folge bleiben, denn auf Julians Kanal, bei Julio, gibt es das Ganze die zweite Folge dann. Ich glaube, wir sind bei dir ein bisschen koordinierter als hier, aber ja. Ja, schauen wir mal. Das kann durchaus sein. Jetzt rein da, hoppa. Okay, Spiel beginnen. Jetzt so 20 Minuten Ladescreen. Nee, auch nicht schlecht. Okay, 100. Was steht da? Tetramon. Tetramon? Das klingt wie so. Oh, hörst du Musik? Ja, ich höre die Musik. Aber es geht von der Lautstärke eigentlich voll. Warte, ich gucke in OBS. Ah, wir müssen einen Tick leiser gleich machen. Okay. Hallo! Ich steuere. Es ist so verwirrend. Warte. Kann ich laufen? Lass mich mal testen. Mach mal nichts. Okay, ich mach nix. Warte. Nee, da steht doch W. Ja, drück ich. Ja, machst du doch. Guck mal, wie langsam du dich bewegst. Wie lahm sind wir denn unterwegs? Ah, jetzt. Okay, Maus. Du musst gedrückt. Hab ich, aber irgendwie, also... Okay, warte, wir können sogar springen. Läuft man... Wir können sogar springen. Komisch. Digga, das ist halt normale Steuerung. So. Guck mal, ich habe meinen Job gekündigt, um einen Kartenspielladen zu eröffnen. Es ist Zeit, Sachen zu kommen. Es ist Zeit, zur Sache zu kommen. Ja, alles das Gleiche. Übrigens, Leute, wichtig, das wird Space passieren. Wir haben hier zwei Linestheniker. My Cardshop, das ist ja sehr lame. Wie nennen wir uns denn? Lame.io, nein. Nein. Warum steht da Tetramon schon oben? Was soll das denn? Ja gut, das Kartenspiel ist, glaube ich, vorgegeben. Ah, okay. Eine Kombination aus Tetrapack und Pokémon oder Digimon. Ja, es stimmt. Wie kann man einen guten Shop haben? Irgendwas, was es noch nicht gibt. Ja, Julian, das war's dann. Tschüss, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ey, kann man das im Nachhinein noch ändern oder müssen wir das jetzt festlegen? Ist egal. Die Musik wird immer aggressiver. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, dass wir, weil wir zu zweit sind, irgendwie sowas Cooles machen. My Cardshop ist halt super kacke. Nein. Nein, aber ist cool. Sowas wie Phoenix oder so. Ey, wir nennen es einfach CK Phoenix. Nein. Aber ich dachte... Soll das eine Anlehnung sein an irgendwas oder nicht? Wir könnten, nee, irgendwas Neutrales. Was ist Neutrales? Das ist ja neutral für dich. Warte mal, Yugis, Yugis ist auch wieder blöd. Trödelkistchen, was hältst du davon? Oh, Trödelkiste! Oder Trödelkiste, ja komm. Zeig mal, das Ö ist ja maximal schlecht. Das ist nicht schlimm, einfach fertig und hopp. Nee, wir können auch so machen. Ja. Oder doch lieber das Ö. Nee, aber so ist zumindest die gleiche Schriftart. Ist das auch richtig geschrieben? Ja, doch, müsste richtig sein. Mit Ö ist aber theoretisch richtig. Mach mal mit Ö. Ja, also Leute, ja, wir müssen noch sagen, das ist eine Beta, glaube ich, ne? Das ist eine Beta. Ja, genau. Mhm. Also, so, Shopnamen bestätigen. Bestätigen. Ja. Alter, wer hat denn diese Empfindlichkeit der Maus so hoch? Öffnen Sie das Telefon und füllen Sie sich mit Kartenpaketen ein. Okay, übersetzungstechnisch gesehen muss ich sagen, ist das auch nicht
on point, aber wir verstehen, was gemeint ist. Telefon öffnen. Das ist ja mein Einkaufswagen. Guck mal, die wollen schon rein, alle. Was ist denn? Wir schon Kunden. Die kommen auch nicht rein. So. Ja, steht, guck mal, da steht ja auch, sorry, we are closed. Steht da ja. So, Tab. Boah, wir haben mal ein modernes Handy, ey. warte mal, öffnen Sie das Telefon und füllen Sie sich mit Kartenpaketen ein. Wo ja, ist denn hier Bestellung. Irgendwas? Bestellung. Ja, würde ich auch sagen. Ich klicke da jetzt auch mal drauf. Boah, wir haben $1000! Wir haben 1000, ich glaube, die müssen wir sinnvoll einsetzen, jetzt nicht irgendeine Scheiße kaufen. aber wir dürfen, können gerade sowieso nur das hier kaufen, oder? Ja, nee, warte, was, warte, was? Hier oben, warte mal, Zubehör. Nicht genügend Ladenebene. Figuren? Nee, kann man auch noch nicht. Ach so. Okay. Dann warte, auf alle. Aber Booster Packs? Ach so, das geht nur so. Ja, ich scroll mal kurz, kann man runterscrollen? Nee, kann man nicht, ne? Doch, so. Ach, das kannst nur du. Oh, okay, was ist das denn? Das heißt so, die, das ist... Ja, die können wir auch noch nicht kaufen. Verfügbar als Vollversion. Okay. Ja, gut, okay. Das ja, dauert noch ein bisschen. Ja, aber ist ja auch erstmal wurscht. Das heißt, wir kaufen jetzt erstmal hier Tetramon-Packs. Wie viele? Kaufen wir denn? Das ist eins, kostet wie viel? 2. Das ist ja wohl ein Scherz. Nein, da steht doch Einzelpreis 1,65. Ach so. Ja, gut, ach, da sind 32 Packs drin. Ach, ist wie so ein OTS-Display quasi. Wollen wir eins erstmal kaufen? Nee, ich würde 2 kaufen. Guck mal, die sind ja so schnell weg, 32 Booster. Okay. Ja. Und jetzt kaufen? Ja, vielleicht sind wir dann direkt Level up oder so. Kaufen. Ah, da, Ladenebene, wir leveln! Aber das ist sehr lahm gelevelt. Hä, wir haben 2 gekauft, wir hätten auch 10 kaufen können. Ja, was machen wir jetzt damit? Geh mal in den Laden rein, komm. Holen Sie die angekommenen Pakete vom Geschäft ab. Oh. Guck mal, da unten war auch Cardmarket-App. Ach, die liegen jetzt einfach vor unserem Laden. So, warte, wie machen wir das jetzt? Warte. Kiste. Die Kiste nehmen, rechtsklick. Ah! Du sollst die nicht aufmachen. Hä? Achso, ein Kleister. Ja gut. Einfach vor. Also wenn man, ist das bei dir in echt auch so, Maurice, du kaufst dir was, mit dem Laden, schmeißt es auf den Boden und reißt es erstmal auf. Ja, safe. Hä, ich kann es nicht drauflegen. Ja, leg es auf den Boden oder so. Warte, öffnen Sie Verpackungskarton und stellen Sie den Artikel auf das Regal. Ja, wir haben gar keine doch, Regal. Da. Doch, da haben wir. Okay, und ablegen? Jetzt musst du es doch erst aufmachen. Stell es mal auf den Boden und mach's auf. Nee, wir machen nicht alles auf. Wir haben schon ein offenes hier. Wir nehmen das hier einfach. Ja, okay, dann nehmen wir das. Hallo, Digi! Wie war nehmen? Nehmen? Rechtsklick, glaube ich. Also, wer hat die Empfindlichkeit denn hier gemacht? Nein! Das wollte ich nicht! Du kannst dich auch alle einzeln reintragen, macht auch nichts. Deine Hand ist voll. Warte, wie viele Booster kann deine Hand tragen? Was? Öffnen? Nein! Ich will! Los, stellen Sie da rein jetzt. Guck mal, langsam halten und Artikel hinstellen. Hold, rechts. Oh, $8! Das ist kein schlechter... Nee, wir machen Minus! Ja, weil wir... Warum machen wir denn Minus? Profitieren? Minus. Ja, dann hoch den Lachs! Ja, dann machen wir... Komm, wir machen 4,99. Kennen wir doch irgendwo her. Ja, weiß auch nicht, was du meinst. So, fertig. Mhm. Und was jetzt? Ja, jetzt wir haben Plus! 3,94 Euro plus! Erzähl dir mal, wie das normal läuft. So sieht das also auf dem Markt aus. Alter, die Empfindlichkeit nervt überhaupt nicht. Du musst das mit reinnehmen. Das klaut doch einfach irgendjemand sonst dieses Paket. Ja, ich komm schon hier weg. So, und jetzt kann man nicht auch hier irgendwie... Guck mal, werfen! Nee. Nein, wir werfen die nicht. Nein, ich nehm sie wieder raus! Also, guck mal. Ja! Wie machst du denn das jetzt? Gedrückt halt einfach. Auch rechtsklick. Nicht schlecht. Guck mal, können wir direkt in den Müll schmeißen. Ih, die stinkt! Das kennen wir auch irgendwo, ja? Alter, genau, wir müssen mal eben... Also, wir wollten eigentlich den Sound ein bisschen leiser machen. Ja, aber kann man die Mausempfindlichkeit überhaupt umstellen? Ja, da, oben. Ah, okay. Alter. Okay, jetzt habe ich sie zu langsam. Ich habe sie nicht an meiner Maus schon. Das ist ja... Zeig mal, lass mich auch mal testen. Ja, mach mal hier, Meister. Besser oder noch weniger? Boah, lass mich mal laufen. Also, das ist bei mir schon alles sehr abgehakt, sag ich dir, so wie es ist, über TeamViewer. Aber, ich glaube, das passt schon so. Das passt. So, machen wir jetzt noch mehr oder öffnen wir, was müssen wir machen? Lassen Sie Kunden herein. Ja, zeig bitte nochmal das Regal von uns. Das sieht irgendwie so ein bisschen mickrig aus. Warte, wir müssen, das ist immer noch zu viel, da ist ja komplett so. Ich würde die zweite Kiste dann daneben noch reinmachen, das sieht dann cooler aus. So, guck mal, du kommst in ein Geschäft, da ist ein leeres Regal, wie sieht das dann aus? Wie mache ich das denn jetzt hier? Ablegen, Kuh. Heck. Ablegen. Du musst die öffnen erst. Nein, wir wollen die ablegen. Na, die ist geöffnet wieder.
Ja, egal, aber jetzt kann ich auch hier, wer dagegen ist, so. Ja, Rechtsklick. Auf dem Regal findet sich kein Gegenstand, ja. Hä? Wir haben keinen Platz, oder was? Warte, ich glaube, wir müssen das rausholen hier. Warte, wir nehmen es hier raus jetzt. Nein, mach weg den Lachs. Ablegen. So, Kiste nehmen, Gegenstand nehmen. Musst du, ja, das hast du ja für ein Auge gemacht, genau. So, so, und das machen wir jetzt hier. Ja. Ah, ja, ja, easy. Jetzt können wir auch die Kiste nehmen, jetzt können wir auch hier voll machen, oder? Nein, falsche Druckkasse. Also ich bin da ehrlich, wir hätten mehr kaufen können. Ja, können wir jederzeit nachordern, theoretisch. Ich würde sagen, wir machen... Du musst ihn schon treffen. Dicki. Lass liegen. Digga, wie kann er nicht da reingehen? Ja, lass oben drauf liegen, wird schon reinfallen. Ja, aber wenn wir jetzt öffnen, läuft die Zeit safe oben. Stimmt, ja. Ich glaube, wir müssen... Jetzt schon mehr kaufen. Ja, aber weiß ich nicht. Wir können erst mal gucken, wie es ankommt. Okay. Also wir wollen uns ja nicht direkt verspekulieren, oder? Oh, jetzt wird stressig, mein Lieber. Ja, haben wir überhaupt bedienen Sie die Kassierer, indem Sie in der Theke stehen und mit ihm interagieren. Ja, das ist jetzt sehr spannend. Ha, ja, da ist er! Das ist er! Der auch hier reinkommt. Vielleicht kommt er hier rein. Ja, der kommt. Easy. Der sieht nicht so freundlich aus. Lass, komm, ja! Gott, so teuer? Was? Der was? Hat jetzt nichts, der hat gar nichts gekauft. Der ist so teuer! Wir müssen niedriger machen, Julian! Komm, ach, Mano, ja, 3,99, komm. Nein, guck mal, wir machen viel zu viel Plus, wir machen 2,99. Komm, wir machen 1 Euro Plus. Lass doch erstmal mit 3,99 versuchen. Guck, nein! Und die hat gekauft. Wie viel hat die denn gekauft? Zwei Booster. Okay. Schließe, 5 Checks, also verkauft. Wie mach ich das denn jetzt? Wie hast du das gemacht? Einfach linksklick. Was ist das denn? Verschenken? Wechselgeld. Och nee. Du musst 4 Dollar rausgeben. Wie mach ich das denn jetzt? Hör auf die Maus zu bedienen! Ich beweg nix. Wie mach ich das denn jetzt? Löschen? Hallo? Hä, hey, was hast du jetzt gemacht? Julian, zurück! Wir machen voll viel Minus! Wechsel! Guck mal, wir könnten 90 Dollar verschenken. Nein! Wie kriegen das wieder weg? Warte mal, lass mich mal versuchen. Ich glaube, man nimmt das einfach und schiebt es da wieder rein. Warte, lass doch mal die Finger weg. Hm, geht das? Nee, es geht. Wir brauchen gerade 2 Stunden zum Wechsel. Warte, Julian! Halt! Weg. Löschen! Halten! Wie geht das? So, löschen. Wie geht löschen? Links. Linksklick. Du musst links gedrückt halten. Jetzt sind sie noch mehr. Ah, warte, nee, so geht's. So! Du musst rechtsklicks auf den Schein machen. Okay. So, was haben wir jetzt? Oh, jetzt zu viel wieder. Achso, es geht ja so. Der Wechselgeld sind 4 Dollar. Achso, also 1, 2, 3, 4. Ja, was hast du denn kack 20 Cent da hingepackt? Ja, dann nimm die doch wieder weg. Wie viel braucht die noch? 2. Noch einen. Jawohl. Und wie jetzt? Fertig. Space. Hat überhaupt nicht lange gedauert. Oha, komm mal. Oha, wie viel gönnt denn er sich? Let's go. Von dem brauchen wir ganz viele. Okay, Mann. So. Und dann ein... Ah, nee, ist aber der falsche Shit. Hä? Ach, wir haben doch einen Dollar hier, ne? 1, 2, 3 und 9. Ja, und jetzt musst du noch, genau. Ah, da geht das Kleingeld. Ja. Überhaupt nicht stressig. Ah, oha, guck mal, Ladenebene, wie weit wir gerade plus gemacht. Oha, wie viel kaufen die denn? Ja, die wollen... Oh, Karte, wie geht das? Hey, wir haben unten ein Kartenlesegerät, unten drunter. Das ist auch richtig, ne? Ja gut, okay, ja. Das ist ja übel entspannt. Können die nicht alle mit Karte sein? Lass mal irgendwie mit Scheinen verbieten. Ja, ich würde nicht mehr kaufen, würde ich erstmal nicht. Guck mal, wir haben doch noch genug. Ja, okay. Die wollen investieren, die wollen mit uns Plus machen. Wir haben jetzt 11 Uhr quasi. Ist verlockend. Ich glaube, wir sind zu günstig. Ja, wir können auch teurer machen jetzt, Kai, wenn du willst. Ich würde mal 1, 2, 3, 4. Einen mehr testen. Okay, 1 Euro mehr gleich direkt. Ja. Du bist ja ganz schön habgierig. Hä? Ja, guck mal, die kaufen viel zu gut. Oh, dann bist du ein Akt teuer. Meinetwegen auch 33. So. So, jetzt müssen wir warten, bis einer kommt. Komm so rein, neue Karten! Da kommt der von eben wieder, der uns viel zu teuer fand. Guck mal hier. Ja, toll, der guckt sich jetzt an, denkt sich jetzt wieder zu teuer. Der unfreundliche erste Kunde. Ey, der Zwillinge, guck mal. Das sind Zwillinge! Was sagt der jetzt? Guck mal, was der jetzt sagt. Ich kann mir nicht entscheiden, ob ich das wirklich will. Ah, guck, der hat die Tüte schon in der Hand. Es ist zu teuer, hat er aber trotzdem gesagt. Nee. Ja, aber der hat doch schon. Hier, guck, der hat gekauft. Easy. Wollen wir ihn abziehen? Kein Wechsel gegeben?
Das geht, glaube ich. Doch, geht. Echt? Dann teste mal was. Nein, dann sind wir unzufrieden. Wir müssen hier XP sammeln. Schnappen Sie ein Kartenpaket in Regal und öffnen Sie, um neue Karten zu halten. Was? Ja, warte erst, da kommt ein Kunde. Da kommt ein Kunde. Warte erst. Okay, okay, wir warten. Kundin, beziehungsweise. So, guten Tag. Jetzt bin ich gespannt. Also, die kann jetzt richtig reincashen nochmal. Oh, ja. Ja, schön. Oh. Die Preiserhöhung war absolut richtig. Ja, vielleicht hast du recht. Ich bin zu lieb. Aber das legen wir uns noch ab. Genau. Fünf. Ach, Digga. Ja. Hast du gerade die Maus bewegt? Nein, ich bewege gerade gar nichts. Das macht ja keinen Sinn, dass ich hier was bewege. Oh, wir haben plus minus null. Das ist wir haben schon 8 Dollar plus. Ja, Diggi, wir müssen auch vorankommen, ne? Wir müssen die Mission hier erfüllen. Oder wollen wir jetzt... Ja, ja, wir haben doch gleich. Wir laden eben nach eins. Guck mal. Oh. Ach, wir können auch selber was sammeln. Ja, aber wie komme ich hier wieder raus? Album schließen. Escape? Ja. Ja. Die kauft uns leer! Wie viel ist denn da? Ja, das ist gut. Jetzt nach der müssen wir mal kurz den Laden schließen, glaube ich. Was? Nein. Ja, doch, wir müssen einen neuen Bestand kaufen. Was? Ein Stand? Ein Bestand. Also, nein. Müssen wir nicht. Guck, die geht eh raus. Ja, war zu teuer. Ja, nein, wir kaufen einfach direkt. Raus. Komm, wir gehen ins Telefon. Na gut, wenn du das hinkriegst so schnell, Bestellung. Nee, wir warten, bis wir hier so Shop Level 2 haben. Ja, wir sind noch fast Level 2. Ja, guck fast. Mal, so. Ja, da können wir auf Space gleich kommen. Die Mission ist, Kartenpaket regeln öffnen. Guck mal, wir gehen hier rein. Noch ein Booster, das kann er jetzt nur mal kaufen. Oh! Ja, okay, der steht schon ganz gut, glaube ich. Da können wir den gut. Oh, er grabbt richtig! Au, au, au. Er hat irgendwas gesagt, ich konnte es nicht lesen. Ich habe es auch nicht, es ging zu schnell. Oh. Wir haben noch nie. Ich weiß nicht, wie die Booster auf der Theke stehen. 12 Dollar, ey. Das ist ja jetzt ja. So, jetzt mal. Digga! Oh, jetzt der schon wieder. Ja, ist das der gleiche schon wieder? Aber wie kriegt man jetzt hier eins weg? Warte, lass den mal. Ja, doch, rein. Ich hab eins! Wir können es öffnen! Ja, dann rupp's auf. Ja. Los, aufmachen. Wie denn? Rechts, halten, öffnen. Boah! Was ist das? Ein Vogel! Hübsch. Bringt nichts. Warum steht da schon Kartenwert? Mal lesen. Alle Elemente verursachen in diesem Situation. Okay. Wo ist der Kartenwert denn? Da unten rechts. Da rechts. Achso, das sehen unsere Zuschauer nicht. Nee. Warte mal. Ah nee, wenn ich jetzt raustappe, das ist auch schlecht. Beweg mal die Maus, bitte. Ich soll die. Ja, hab ich. Oh. Also. Okay. Kartenwert 4 Dollar steht da. Die ist schon mal nicht schlecht. 22 Cent. Oh! Ah, Full Art. Naja, eher glitzern. Die sehen schon irgendwie aus wie. Ah, so. Also, ihr habt das eben nicht gesehen mit dem Gesamtwert, aber ihr seht jetzt ja. Oh, die wollen kaufen. Schnell hier. Schnell arbeiten. Ein Booster hat er gekauft. Ja, frech, ne? Also, dafür gibt's auch kein Wechselgeld. Ja. Wie hat der denn Pass? Guck mal, da stinkt jemand. Hä, was willst du denn jetzt machen? Ich glaube, dass unser Bestand leer ist und die stehen da Schlange. Jetzt haben wir ein Problem. Hä, ich kann nicht weiter bezahlen. Ja, geh auf Verschenken. Ach so, doch so. Jeder hat passend gegeben, guck. Das war ein Schein. Ich glaube, wir sind leer. Ich bin wieder komplett reingecashed, ich glaube auch, ja. Oh, eine Karte, das ist für immer das Beste. Ja, 31,92. Um. Easy. Oh, Junge, ey. Geh mal dich duschen. Warum ist dieses, das ist so ein Klischee einfach, ist unglaublich. Weiß nicht, ich glaube, das haben die extra gemacht, die Erfinder hier von diesem Ding. Wir haben fast keine Karten mehr. Wir müssen aus den Rippen. Ja, deswegen mach mal kurz zu, wir haben keine Zeit. Ja. So. So, wir rippen jetzt auf. Wir sind auch Level 2, wir können. Ja, stimmt, die zwei Booster machen wir auf, komm. Oh. Und du sollst nicht immer den Schrank in die Hand nehmen. So, hier öffnen Lachs. Ich klick durch. Okay, mach durch. Ich bin hier entspannt. Das sieht aus wie ein Digimon. Das sieht aus wie ein Pokémon. Oh, die hatten wir eben auch. Die ist aber in einer anderen Rarität. Ja, 8,88 steht da. Ihr seht es nicht. Ich tut uns leid. Aber oh, Gesamtwert kommt ja gleich. 3 Euro. Die sehen schon sehr aus wie Pokémon-Karten. Na, eine Mischung aus allem. Hä, 13? Aber guck mal, wenn du aus jedem Booster so ein Value rausziehst, das wäre ein Träumchen. Ja gut. Das wäre wohl schon. Dann öffnen wir jetzt noch mehr. Mal gucken, ob wir hier wieder klar. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht. Einfach ein Hummer. Gib mir doch mal irgendwas, einen Puls, einen richtigen. Jo, ja, richtig so. Den hatten wir schon, aber nicht Holo. Das ist jetzt nicht Holo. Nee. Okay. Gewöhnlich. Pick nie. Ah, wild. Ein Fisch. Fisch. Okay, das war ja richtig wack. Das war das schlechteste Booster. Das war das erste Booster. Hä, wir verkaufen aber für 3,99. Ist dir bewusst, ne? Ist mir bewusst. Das ist okay, plus. Ist immer noch gut. Guck mal, die stehen schon lange. Wir müssen einkaufen.
Kaufen Sie. Ne, kaufen Sie einen Spieltisch. Ist die nächste Challenge. Kann man eigentlich auch die Tür schließen, wenn geschlossen ist? Weil das ist irgendwie komisch. Weiß nicht, so über einen Tisch. Wo gibt es denn Tische? Toll, hier nicht. Nee. Figur? Bei Zubehör was? Nee. Hm. Hä? Hat gar keinen Sinn. Achso, hier. Ah, boah, warte, wir haben nur eine Auswahl, ne? Boah, der ist ganz schön teuer. $200 für so einen Tisch. Ja, egal, machen wir. Kaufen. Wissen wir ja. Und wir müssen Packs kaufen. Ja, das auf jeden Fall. Wir können jetzt, glaube ich, Displays kaufen, oder? Nee, noch nicht. Dafür müssen wir Level 3 sein. Was aber ist was denn? Steht da? Warte mal. Grundlegendes Kartenpaket, 64er Lizenz. Ja, kaufen wir. Oh. Ja, dann kaufen wir aber direkt noch eins. Komm. Hä? Ja, oben, plus. Ja, wir haben schon jetzt eins gekauft, hatte. Ja, und noch eins. Und jetzt und zack. Okay, kaufen wir. Ja. Also fast broke. Naja, wir haben immer noch $600, also ich denke... Oh, Pakete. Ah, da ist der Tisch. Ablegen. Das ist auch so geil, dass die Pakete einfach vor der, für der Tür liegen. Ja, werfen. Nee, da ist ein Tisch drin. Geht. Auf F wirft man den? Ja. Zeig mal. Nee, jetzt geht's, hier geht's nicht. Ja, warte mal. Lass mal drehen hier. Lass doch hier einfach so chillig hier so. Nee, guck mal, da kannst du aber keinen daneben stellen, weil der Stuhl im Weg ist. So kannst du den nicht hinstellen. Was, warum? Ich würde den, warte, lass mich mal. Ja, okay, okay. Das will Julian hier machen. Achso, du willst so eine Reihe machen. Ja, genau. Ah, okay. Warum kann ich den da nicht hinstellen? Warum ist hier? Boom. So, guck. Und dann würde ich die alle so nebeneinander stellen. Okay, Deal. Und hier sind noch so 9 Packs. Ja. Die machen wir auf. So, und jetzt können wir direkt hier rechtsklick machen. Du hast ja schon gelernt, wie das funktioniert. Bup, 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 bup. Das ist voll gut. Ja. Oh, guck mal, boah, das ist 64. Übel nice. Ja. Da können wir die andere erstmal zulassen, weil wir ja noch quasi eine. Ne? Wir können auch öffnen. Warum kriegt das nicht hin? So. Wollen wir nicht auch öffnen? Ja, komm, dann können wir noch eine Etage drunter machen. Oder ja, ja. Das ist cooler. Wir müssen jetzt öffnen, die Box. Ja. Dann geht das. Hä? Kann man sich ducken? Also. Ja, so geht's. Warum kann man nicht alle auf einmal? Ja. Guck mal, jetzt kannst du F drücken gleich, warte. Um jetzt. Zum Schmeißen? Ja. Warte. War es eigentlich so dunkel, ja. Alter? Man sieht ja kaum. Guck mal auf die Uhr oben, es wird dunkel. Haben wir überhaupt Licht in dem Laden? Eh, die stinkt. Ja, lass die vorbei, wir bleiben zu. Hä, hey, warte. Was willst du? Kann ich die Tür zumachen? Ich will unbedingt rein. Okay, nee. Hey, hier, guck mal, wir haben nicht mal Licht in den Laden. Guck mal hoch, bitte. Wir haben keine Lampe. Ja, warte, das kaufen wir noch. Das kann ja wohl nicht sein. So. Was ist das denn? Komm, Monteur holen. Ich glaube, man kann hier einfach noch keine Lampe kaufen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn hier? Was? Hammer. Das ist eine Erweiterung. Renoviere Einzelgeschäft. Ah, da kann man verbessern. Spielevent. Ja, das können wir schon machen, ne? Für 300. Oh, was ist das denn? Hey, wir können eine Kartenbox kaufen. Warum können wir die denn jetzt? Hey, da sehen wir die Preise. Ach, stimmt. Das ist quasi Card Market. Ja, drei. Wir sind voll teuer. Wir sind ja, einfach über Marktpreis. Guck mal, wenn die es kaufen, haben wir ja keine Konkurrenz. In ja, Liga. Jetzt kommt er hier so mit. Er hier wieder. Ja, gut, okay. Hey, Figuren, gib mal Figuren, bitte. Oh. Nee. Was ist das denn jetzt? Nee, das machen wir nicht. Huh. Okay. Ja, sehr. Was? Auf? Figur oben. Ja. Boah, das sind so Plüschis. Ja. Einfach ein Zubat. Das ist schon cool. Echt ein Zubat. Warum ist das so dunkel? Ja, ist Nacht jetzt. Komm, mach den Laden dicht jetzt. Nein, wir machen den auf. Wer kauft denn Nacht? Hallo, kommt rein. Komm, er kommt. Easy. Der kommt, okay. Das ist einer von den Zwillingsbrüdern von vorhin. Beziehungsweise sind gleich keine Zwillinge, sind einfach. Drücken Sie oder die Eingabetaste, um den nächsten Tag zu beginnen. Was ist denn die Eingabetaste? Enter. Nicht die Leertaste. Ach so. Ah. Ja, wir sind halt, also wir haben halt wirklich Minus gemacht, weil wir so viel Schnickschnack eingekauft haben. Hä, wir haben einen Tisch gekauft, das sollten wir ja sogar. Wo ist der Typ eigentlich hin? Hat er sich an den Tisch gesetzt oder was? Er ist weggelaufen. So, Tag 1. Ey, komm. Für Tag 2, super gut. Ja, mach mal auf, schnell. Wir sind doch open. Ah, nee, sind wir noch nicht. Nee. Nee, es ist, glaube ich, guck mal, jetzt ist gerade, die Zeit läuft nicht. Wir haben gerade Standbild.
Nee, wir haben nur Standbild, solange der Laden noch nicht geöffnet ist. Ja, genau. Aber dann läuft die Zeit nicht weiter, meine ich. Ja, ich weiß, deswegen mach auf und dann läuft die Zeit weiter. Ja, aber ich würde sagen, das ist doch hier schon ein guter Einstieg gewesen. Wir sind aufgestellt für den nächsten Tag. Das schreit doch nach der zweiten Folge, oder nicht? Ja, eigentlich hast du recht. Jetzt habe ich die Überleitung verstanden. Er ist voll im Spiel drin. Er möchte einfach weiterspielen. Also ich finde es wirklich ganz nice. Ihr könnt das ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Ja. Vielleicht haben wir in der Zukunft auch noch die ein oder andere Idee. Das könnte ganz cool werden. Aber schauen wir erstmal, wie es bei euch ankommt. Genau, richtig. Also von daher, Leute, wie immer, Julian, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß bei... Julian.